Nein! Locked and Loaded. Herzlich willkommen zurück bei Mafia 3. Wir wollen jetzt einmal, oder wir sollen jetzt mit dem netten Herr DeMarco reden, aber ich habe leider kein Auto hier. Das ist ganz schön doof. Und wenn ich hier ins Klaue, dann habe ich gleich wieder die Polizei am Arsch. Das ist auch nicht so schön. Ha. Huh. Gut, gucken wir mal. Ach, guck mal, hier sind wir vorhin vorbeigefahren. Was heißt vorhin? Eben gerade. Letzte Folge, Entschuldigung. Mhm. Ja. War hier irgendwo ein offenes Auto? Wahrscheinlich nicht. Ein Cabrio wäre natürlich geil. Was stand nur hinten auf der Straße, leider nicht auf dem Parkplatz hier. Ja, gut, mit der Angst vor der Präsidentschaftswahl, da haben wir ja in den USA momentan sowieso so ein Thema, ne? Das ist schön. Vielleicht Empire Bay noch? Hm. So, hat jetzt keiner mitgekriegt. Sagen es jetzt kein Auto von denen ist. Immer schön hupen, damit wir auffällig sind. Ja, ja. Verkehrschaos hier, doch. Naja. Ist natürlich nicht... Ach so, scheiße. Nicht so viel los auf den Straßen. Hier liegt natürlich auch daran, dass sich zu der Zeit nicht so viele das Auto leisten konnten überhaupt. Ob sie da nicht so teuer waren wie heutzutage wahrscheinlich. Aber egal. Es ist eine gute, belebte Stadt. Eine schöne Stadt vor allen Dingen. Und die werden wir uns bestimmt auch nochmal das ein oder andere Mal genauer angucken. Aber zunächst wollen wir jetzt erstmal mit dem guten Conny reden. Conny DeMarco. Boah, der hat aber ganz schön Zucht drauf hier, der Wagen. Schön. Boah, yo. Sorry. Yo. Fährt einfach weiter, ist egal. Ist ja nichts passiert. Klar. In meinem Auto geht's auch noch relativ gut. Oh, shit. Ich sag's mal nicht Fahrerflucht. Da steht ein Polizist, dem interessiert das gar nicht. Gut. Der hat's gar nicht mitgekriegt wahrscheinlich. Hört man ja auch nicht, wenn ein Autounfall so um die Ecke mal so passiert, ne? Also ist total unauffällig. Aber total. Nee, 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 nee. Ich kann auch hupen. Wie fährst denn du? Entschuldigung. Schon wieder, ey. Mann. Ich sollte echt mal auf die Straße achten, wo ich hin muss. Ich freue mich einfach nur, dass ich hier fahren kann gerade. Perfekt eingepackt. Fast perfekt eingepackt. Und rein da. Reden sie gerade mit sich selber? Ist mir auch egal. Ja, annehmen. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Habt ihr gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Ich vertraue Vito. Ich würde Vito mein Leben anvertrauen. Ach, schönes Auto. Aber wir haben ja hier... Mit der Special-Lackierung jetzt. Unser Auto. So. Hup doch nicht immer, Mensch. Ich bin Fahranfänger, so. Auf geht's. Konfrontiere Roy Thibodeau. Das machen wir jetzt sehr gerne. Natürlich, aber die Polizei ist natürlich auch da, klar. Auch nicht schon wieder hier.
Achso, warte mal. Wir kamen doch hier durch das Tor rein. Haha. Oder? War das hier? Ja, da ist ein Tor, da kommen wir rein. Wo kommt der Typ her? Aus Schumpfhausen, bitte sehr. Das glaube ich weniger. Ich kann hier nicht an Entdeckung gehen. Scheiße, ich muss dahin. Das haben die nicht mal gemerkt. Gut. Da oben ist das Ziel. 1, 2, 3, 4 sehe ich. Gut. Du hast mich nicht. Korrigier dich bitte. Nein. Verdammt. Wie kannst du mich treffen? Gerne. Oh, ich treffe den da nicht. Den auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, erstmal Konzentration auf den da. So, weg. Da ist auch noch einer. Nein. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Nee, ich kann nicht mehr schießen. Jetzt aber. Alter. Von wo? Da oben? Alter. Nee. Ach komm, geh doch drauf da hinten. Nein. Ja, schön. Ich sehe dich. Sag ich doch. Oh shit. Wir gehen jetzt einfach mal hoch hier. Komm. So, dich habe ich. Komm, wir rennen jetzt einfach mal zu ihm. So. Scheiße. Nein. Oh, war das jetzt wichtig. Komm, ich krieg dich. Du musst das nicht tun. Klar tue ich das. Ja. Gesichert, Schmuggelgeschäfte. Und die anderen hauen ab. Sehr schön. So, der nächste Anruf bei Vitus Verbündeten geht aufs Haus. Jawohl. Erhöhte Gesundheit. Dr. Bruno kann deinem Körper helfen, eine Menge einzustecken. Auch sehr schön. $61.000 bringt das Ganze. Ja, weisen wir das mal Vito zu, ne? Der wird sich freuen. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Den Gefallen tun wir dir gerne. Und zwar sehr, sehr gerne. Und da sind unsere Verbündeten. Sehr schön.
Ja, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ja, so ähnlich halt. Das passt jetzt zwar nicht zu der Situation, aber ist ja egal. Wir haben das Geschäft. Draco, Und die Mutter jetzt. hatte mich gefeuert. War ihm scheißegal, dass ich eine schwangere Frau zu Hause habe. Ich wollte nur sagen, ist schön, wieder Arbeit zu haben. Gerne doch. So, der Mafia-Arzt 1 ist jetzt unser Verbündeter. Schön. Schön, schön. Und jetzt müssen wir uns Greco schnappen. Aber vorher sollen wir uns mit dem netten Vito treffen. Zusätzliche Gesundheit ploppt natürlich auch gerade auf. Warum nicht? Nachdem du jetzt einen Gesundheitsbalken mehr hast, kannst du mehr Schaden wegstecken. Goal, wir haben drei Schaden. Schadensbalken, ja. Gesundheitsbalken. Willkommen. Ach, du bist. Ach, schön. Hier bin ich mal willkommen. Ist ja cool. Komm, wir klauen mal nicht. Hier beleidigt uns mal keiner. So, ja. Jetzt müssen wir noch irgendwie zu Vito kommen. Ja, nehmen wir uns das Auto mal. Shit. Dann rufst du die Polizei. In der Zeit bin ich schon da. Weil das hier komischerweise um die Ecke ist. Sorry. Aha. Ja, läuft ja super jetzt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Tolle Verfolgung, gesagt haben wir jetzt wahrscheinlich. Das wird bestimmt sehr gut. Ha, ja. Haha, ist gut. So, dann wollen wir mal hinterher, oder? Ich denke schon. Und los! Ist das. Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist dem ein kleiner Scheißer. Ja. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner Gut. nicht einfach Marcano? Kano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Ha. Außerdem, bis ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Ja, das stimmt wohl. Geh zurück zu Sal und sag ihm, er soll Vito Scaletta in Ruhe lassen. Ja, komm. Vergiss es, ich sag's ihm selbst. Nicht auf meinen Wagen, Vito! Mann! Ich kann nichts versprechen. Ha. Ich lasse diesen Arsch auf keinen Fall entkommen. Ja, mein Wagen, ja. Oh, ich habe auch keine Muni mehr, glaube ich. Doch. Nein, falsch. Ich glaube, ich habe seinen Reifen getroffen. Verdammte Scheiße, der Wichser hat meinen Wagen! Wenn du den Wagen zerlegst, kriegen wir Greco nie. Er ist gerade aus dem Auto gestiegen. Ach komm, jetzt verpisst euch hier. Ja klar, komm. Oh, Gesundheit. Danke. Warum? Wie soll ich denn da jetzt rangehen, Vito? Du bist lustig. So, ich hab ihn. Hehe. Tja, das wüsstest du wohl gerne. Toll. Klasse. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul. Ach du Scheiße. Boah. Alter, wie soll man denn hier? Aber wie soll ich jetzt weiterkommen? Oh, ja, so klappt das doch ganz gut.
Jawohl. Ich würde sagen, die sind wir los. Verbleibende Zeit 9 Minuten. Ach ja. Hintenrum zum Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Großer Gott. Hilfe! Verflucht nochmal, hilft mir doch jemand! Obwohl, der sieht uns wahrscheinlich eh nicht. Achte auf die Bullen. Ich will nicht mit diesem Arschloch auf der Rückbank angehalten werden. Das Problem ist, dass wir direkt ins Fahndungsgebiet wieder fahren. Scheiße. Ein paar Jahre lang dachte ich echt, ich hätte diesen ganzen Glück gehabt. Scheiß hinter mir. Aber sieh mich an. Witzig. Hätte ich mehr für so einen Typ wie Edward G. Robinson gehalten. Sieh dich doch selbst an, Junge. Weißt du, Gott hat auch Sinn für Humor. Ein saukranken Humor, aber immerhin hat er Wichser einen. Jawoll, da sind wir. Ja. Aua. Haha, von wegen. Aha. Hoho. Okay. Das ist doch an sich gar nicht mal so schlecht. Ui.
Ja. Und lebendiger als je zuvor. Würde ich mal sagen. Wie ihr hier schön sehen könnt. Und meine lieben Freunde, das war eine weitere Folge von Mafia 3. Fische brauchen Futter. Ja, das ist richtig. Auf wen schießen wir denn? Ich denke mal, das klärt sich in der nächsten Folge von Mafia 3. Ich hoffe, du bist auch wieder mit am Start. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ganz einfach den Daumen nach oben drücken. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge von Mafia 3 auch schon wieder. Ich wiederhole das Wort Mafia 3 ganz schön oft, denn das Spiel heißt Mafia 3. Und ich mag Mafia 3. Bis zum nächsten Mal bei Mafia 3. Ich bin euer Teddy Gunn. Bis dann. Ciao. Mafia 3.